Nachdem Mal Embrin bezwungen war, machten sich Deorans Truppen samt elfischer Verbündeter auf den Rückweg gen Norden. Als sie den Schwarzen Fluss überquert hatten, begann der Herbst in den Winter überzugehen. In den düsteren Wäldern war das Leben hart, die Bäuche leer und der Tageslauf dröge. Dennoch erfüllte Hoffnungsglück jeden Schritt der Männer in Richtung Heimat und beflügelte Herz und Verstand, obgleich Hunger und die langen Wochen des Rückwegs ihren Tribut forderten. Rückkehr nach Kerla. Oder Kerlat. Ich glaube, ich nenne es Kerlat. Tarzo, der Emporkömmling, der die Urza-Brüder auf dem Gewissen hat, nähert sich aus dem Süden. Er selbst und seine Männer sehen ziemlich erschöpft aus. Die dunklen Götter haben uns die Gelegenheit der Rache gegeben. Tötet sie alle, bevor sie das Grenzkastell erreichen. Führt Deoran zur Grenze. Wo sind meine Einheiten schwach, Junge? Wo? So. So, ich habe hier einen loyalen Elfenrächer, einen loyalen Leibgardisten, einen Waldhüter loyal. Der ist auch loyal. Der nicht. Warum ich den eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ich möchte die Elfenzauberin noch haben. Und den Elfenhauptmann und dann ist voll. So, ihr versteckt euch mal. Beziehungsweise theoretisch kann ich die eigentlich. Ich könnte die vorschicken. So am Rand. So, den möchte ich noch haben. Eigentlich den Langbogenschützen. Aber jetzt zwar minus 2 Gold, aber das sollte sich relativ schnell lösen lassen. So zum Beispiel. Okay. Er traut sich aber nicht wirklich anzugreifen. So, ich schicke meine ganzen Waldhüter jetzt durch den Wald vor und kann vielleicht den Häuptling von denen überraschen, bevor die überhaupt richtig dazu kommen, den einzusetzen. Also bevor da überhaupt irgendwas passiert. Das wäre schon ganz nice, muss ich sagen. So, der Dragodona kriegt auf jeden Fall die Tagunterstützung. Perfekt. So, jetzt brauche ich aber noch ein bisschen Kanonenfutter. Also, weitere Kämpfer natürlich. Ich werde die nicht nach vorne stellen, damit sie sterben und ich meine guten Einheiten behalte. Das würde ich nie tun. Niemals. Ja. Okay. Anderer Vorteil dieser Taktik ist halt, dass ich relativ schnell sehe, was mir entgegenkommt an Einheiten. Weil der wird natürlich hier den Weg entlang gehen und nicht durch den Wald. Deswegen habe ich den Wald dann da, denke ich, für mich. Und sollte ich dort trotzdem entdeckt werden, kann ich mich dank dem Plänglern, das zumindest der Elfenrächer kann, auch ziemlich schnell zurückziehen. Und ich habe ja fast zwei Elfenrächer, also der braucht noch einen Kill, dann kann er sich auch kräftig rächen. Ich glaube nicht, dass ich möchte, dass der so weit alleine vorne steht. Los, Kanonenfutter, lauf! So, Tarzo Kalain, den muss ich killen. Danach kommt aber noch ein großes Stück. Aber das dürfte für die drei kein Problem sein.
denke ich mal. Also der traut sich tagsüber auch nicht wirklich, mich anzugreifen. Gut, würde ich ihm auch nicht raten. Tagsüber kann das echt unangenehm sein. Oder kannst eh nicht bis da hinten gehen. Wow. Diese Trefferquote. So, zumindest einen da weggefetzt. So, und dann muss die Zauberin noch den Deckel drauf machen. Boah, ich dachte schon, die trifft nicht. Das wäre schon so ein bisschen peinlich gewesen. Okay. Ich würde wahrscheinlich versuchen, da durchzugehen, aber egal. Hinterhalt. Hinterhalt, Hinterbald. So. Die drei sind jetzt in Position. Das finde ich ganz cool. Und noch ein Opfer für die Magierin. Einfach EP-Farmen einfach gemacht. Und ich habe ganz vergessen, euch hier hinten nachzuziehen. Ups. Na, ob die meine Streitmacht noch einholen? Kann der mal aufhören, so viel auszubilden? Das wäre ziemlich cool. Formiert euch. Los. So, und der hat... wo ist hier Elfischer? Elfenrächer. Hatte der nicht? Nahkampf. Schadenstyp Klinge. Hatten die nicht einen... Ich dachte immer, die hätten noch hinterlistiger Angriff oder so, also Doppelschaden, wenn die sich gegenüberstehen. Aber scheinbar ja nicht. Tach. Na. Tschüss. Dead. Das war einfach. Irgendwie treffen die gerade nicht. Haben irgendwie wohl keine Lust heute. Heute mal nicht Gegner töten. Hey, da hinten sind Verbündete. Nice. Und weg. Ich könnte hätte auch noch mit ihr hier angreifen können. Schön. Boah, jetzt habe ich drei Elfenrächer. Also jetzt fange ich an zu übertreiben. Verbündete Einheit gesichtet, verbündete Einheit gesichtet. Verdiene auch mittlerweile plus 10 Gold. Okay, weiter geht's.
große Preisfrage, ob hier noch irgendwas passiert oder ob das wirklich dieser Furz an Gegnern war. Entschuldigung. Aber das war, konnte man jetzt irgendwie doch nicht unbedingt ernst nehmen. Vor allem nicht nach dieser einen ganz speziellen Kampagne, die dabei war. Ja, verbündete Einheit gesichtet. Nee, hier kommt tatsächlich nicht mehr. Komisch. Naja. Nö, hier ist nichts. Mal wirklich gar nichts. Na gut, man hat auch nur 20 rum Zeit. So, reicht das schon? Nee. Müsste natürlich er sein. Halt! Wer nähert sich der Grenze von Westnot? Ich, Deoran, Kommandant der Südwacht und meine Männer. Deoran? Man glaubt, ihr wäret verschollen. Aber Zucht und Ordnung verrät... Was? Deoran? Man glaubt, ihr wäret verschollen. Aber Zucht und Ordnung verrät die Südwacht. Ihr könnt passieren. Aber Zucht und Ordnung... Bäh. Komischer Text. Wir und unsere elfischen Verbündeten haben in einem harten Kampf einen Lich bezwungen. Elfische Verbündete? Dann solltet ihr schnell nach Westin reiten. Es gibt Gerüchte, dass es Probleme mit den Elfen der Athenwälder gibt. Okay. Nicht gut. Vergeltung. Ja. Sir Garrick. Ich habe dem Rat eure Nachricht überbracht und eure Taten haben sie erfreut, Kommandant. Sind die Untoten schließlich besiegt worden? Die Untoten wurden vernichtet. Vielleicht ist nun die Zeit des Friedens für Westin gekommen. Euch gebührt unser Dank, Frau Ethel. Ethelil. Ethelil. Liel. Keine Ahnung. Wenn's jemand weiß, schreibt's in die Kommentare. Wenngleich die Untoten besiegt wurden, haben sie doch viel Leid über unser Land gebracht. Eure Leute haben ihre Ehre wiederhergestellt, Deoran. Unsere Wege trennen sich im Frieden. Ihr habt recht, weder die Schurken noch die Untoten werden uns jetzt Ärger bereiten. Mögen die Wunden unserer beider Völker heilen. Hilfe! Hilfe! Ihr werdet für Mebrins Tod bezahlen. Ich bin nur ein einfacher Bauer. Was soll ich getan haben? Was ihr getan habt? Ihr habt unseren größten Anführer entführt und ermordet. Und nun bezahlt ihr dafür. Er hat den unschuldigen Bauern einfach erschlagen. Wir müssen ihn aufhalten. Halt! Itheldin. Ich bin mit diesen Menschen gereist und sie sind nicht diejenigen, die Mebrin entführten. Sie sind Verbündeten. Auch du, Ethelil? Die Menschen sind alle gleich schlecht. Sie fällen Bäume, schänden die Erde um ihrer Schätze willen und nun haben sie unseren Anführer entführt. Diese Taten müssen gesühnt werden. So sterbe mit ihnen. Ethelil, wir werden sie nicht lange aufhalten können. Ich werde mit ihnen verhandeln. Sie werden es nicht wagen, mich anzugreifen. Seid ihr sicher, dass diese Elfen euch freundlicher behandeln werden als unser eins? Immerhin habt ihr uns durch die Wälder geführt. Vielleicht nicht, aber es ist unsere einzige Hoffnung. Ich muss zu, Itheldin. Dahin. Ach komm, mit den paar Einheiten. Droht mir von irgendwo anders noch Gefahr? Sieht nicht so aus. Hier sind auch keine Lager. Aber die können ja jederzeit eins errichten. Ich muss, glaube ich, eine Welle... Na, ich würde das da gerne verteidigen, wegen der ganzen Dörfer. Aber der kann ja eh nichts ausbilden, von daher ist es egal. Erstmal brauche ich Einheiten, dringend. Elfenrächer, Leibgardist, Elfenrächer. Zug beenden.
ist die Frage, ob die sie angreifen. Ich werde es sehen. Wenn sie sie angreifen, dann starte ich die Runde nochmal neu. So. Für jeden von uns, den ihr niederstreckt, werden sich mehr gegen euch erheben. Ach, der kriegt neue Einheiten jedes Mal, wenn ich eine seiner Einheiten kille. Das heißt, ich muss widerstehen. Also ich darf selber nicht angreifen. Okay. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Ich rufe erstmal die guten Einheiten ein. Warum ist der vergiftet? Hä? Warum ist... Ja, verstehe ich nicht. Da hinten hat sich einer weggetarnt. Hat sich noch einer getarnt. So, ich finde jetzt heraus, ob sie Ethylil angreifen oder nicht. Und ich finde heraus, ob die mich angreifen. Bin mir zwar ziemlich sicher, dass sie das tun, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht wollen die auch nur kuscheln. Mit Schwertern. Also ich kuschel immer mit Schwertern. Nicht vergessen. Okay, so viel dazu. Ja, sie ist gestorben. Okay. Also, folgendes merken. Sie greifen sie an. So, das heißt, ich muss es jetzt irgendwie hinkriegen. Verdammt. Nein, rückgängig. So, ich muss einen Korridor schaffen, dass Ethylil nicht angegriffen wird. Und diesen Korridor dann ganz schnell aufsprengen. Und ihr damit und Ethylil damit ermöglichen, da rüber zu kommen. Also ich baue jetzt hier die ganzen Einheiten darum. Dann mach ich einmal, schlage ich hier eine Schneise rein. Bis da vorne durch. Ich hätte vielleicht das tagsüber machen sollen, aber egal. Bis hier hindurch, dann spawnen da oben ganz viele neue Einheiten, aber sie sollte eigentlich nächsten Zug bis dahin kommen. Das heißt, ich muss nur den Korridor frei, also nur in Anführungszeichen den Korridor frei halten. Das bedeutet, ich ziehe auch mit allen Einheiten nach, die ich habe. Also einberufen, einberufen, ausbilden, ausbilden. So, also wirklich mit allen Einheiten. Ich habe nur einen Versuch. Ich hoffe, das funktioniert und er kommt nicht auf die Idee, hier Einheiten vorzustapeln. Wenn ich nur einen Elfenrächer verliere, ist alles gut. Damit kann ich leben. Obwohl... Ach nee, ich will... Upsa. Falsche Runde. Ich will keinen Elfenrächer verlieren. Also, wie mache ich das? Ich könnte die Front weiter nach... Ja, ich glaube, das mache ich. Ich verlagere die Front nach hier. So, der wird einfach mit X-Einheiten umstellt. Ist jetzt sein Problem. Nein, nicht da hin. Du gehst dahin, du gehst dahin. So, das sollte eigentlich auch reichen. Ich hoffe nur, dass jetzt Ethylil nicht angegriffen wird. Schön. Okay,
Okay, vielleicht muss ich die beiden muss ich wahrscheinlich killen. Nee, das könnte sogar passen. Habe ich hier irgendeine Einheit, die unbedingt noch EP bekommen möchte? Ja, habe ich. Mann, die töten die alle so schnell. Halt, warte, der hat doch Führungsqualitäten, oder? Ja. Ja, für jeden, den ihr von uns niederstreckt, erheben sich 300 weitere gegen euch. Ich weiß. Das ist nichts Neues. Ja, für jeden, den von uns tötet. So, reicht. Was? Okay. Die ersten Sonnenstrahlen zeigten sich am Horizont und trugen neue Hoffnung in die Herzen der schwankenden Verteidiger von Westnot. Ein gellender Schrei hallte durch das Tal, als die Mann der Südwacht die elfischen Angreifer zurückdrängten. Plötzlich zog dichter Nebel über dem Schlachtfeld herauf. Als sich der Nebel wieder lichtete, stand Ethelil allein vor der Wand aus Speeren. Vom Licht der Sonne umstrahlt, sprach sie zu den Männern aus Westnot: Haltet ein! Genug Blut ist vor den Mauern dieser Stadt geflossen. Die Wunden, die euresgleichen dem Volk der Elfen zugefügt haben, sind tief. Doch die vergangenen Tage zeigen, dass es unter euch noch diejenigen gibt, die Gutes vollbringen. So sei ein neuer Frieden zwischen uns. Beglichen seien Tat und Untat, und das Schuldbuch sei vernichtet. Doch höret unsere Bedingungen. Jeder Mensch, der in den Wäldern oder Hügeln unseres Landes gefunden wird, ist des Todes. Niemals mehr werden die Elfen einen Boten oder Gesandten nach Westin schicken, und niemals mehr wird ein Mensch durch die grünen Wälder streifen. So wurde ein unsicherer Friede zwischen Menschen und Elfen beschlossen. Für viele Wochen patrouillierten die Männer der Südwacht an den Grenzen zu den Elfenlanden und sicherten den Wiederaufbau der Dörfer und Bauernhöfe. Als der Frühling die Straßen von ihrer eisigen Last befreit hatte, traf ein Bote von König Haldrik ein. Sir Deoran, Ritter von Westnot, wurde zu einem persönlichen Gespräch mit König Haldrik an dessen Hof gerufen. Denn im ganzen Reich herrschte Unruhe und es würde jeder Anführer gebraucht werden, um wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Ende. Ja, das war die Kampagne Die Südwacht von The Battle for Westnot. Ja, kurze Kampagne zum... soll ja eigentlich die Lernkampagne sein. Und deswegen ist die auch nicht so wirklich schwierig. Aber was ich dazu sagen muss, diese eine Map, wo man von unten nach oben und nur irgendwie 100 Gold hatte, um ein paar Einheiten einzuberufen, die war doch ziemlich krass schwierig. Also gut, kann daran liegen, ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeguckt, dass ich halt einfach keine meiner guten Einheiten einberufen habe, sondern einfach ein paar, weil ich dachte, es wird einfacher, war es dann nicht. Egal. Naja, schöne Kampagne, mal wieder. Und ja, jetzt kommt, wie angekündigt, erstmal eine kleine Pause mit The Battle for Westnot. Es wird natürlich weitergemacht. Jetzt kommt um 13.30 Uhr täglich erstmal wieder ein anderes Projekt. Wenn man sich die letzten Erscheinungstermine von Spielen angeguckt hat, kann man ungefähr erahnen, was es sein könnte. Und ja, dann bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel rumzulabern. Und ja, ich hoffe natürlich, hat euch gefallen. Ich freue mich immer über Likes, Abos oder was YouTube sonst noch alles so hat. Keine Ahnung. Nee, und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Kampagne. Wie gesagt, nach dem neuen Projekt gibt's die dann erst. Ich mache also auf jeden Fall weiter, nur
Battle for Westeros hat halt so viele Kampagnen und die lassen sich auch immer so schön einzeln spielen, dass ich mir gedacht habe, ich mache das ab und zu als Lückenfüller. Kann man immer mal wieder eine Kampagne spielen und ich habe in der Zeit dann Zeit, mir ein neues Projekt zu überlegen und dann weiterzumachen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Battle for Westeros oder bis zu einem anderen Let's Play. Tschüss.